Jetzt, wir fangen an zu zocken. Hopp. Genug hier über Tumore bei Tieren gesprochen. Ja. So. Guck da, eine Rassel. Oder nur eine, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch nur eine Puppe. Aber ich würde eher vermuten, dass eine Rassel bestimmt, ne? Da hinten brennt sie übrigens. Das, ich finde das Bild irgendwie ein bisschen irritierend. Da sitzt... Gott, ich dachte jetzt ganz kurz, es stürzt ab. Die sitzt hier vorn mit dem kleinen Kind so und da hinten brennt. Find nur, also ich finde das... Ah, oh, fresh meat. Nein. Nein. So. Wo sind wir? Wer sind wir? Wie funktioniert das Spiel? Warte, hier bewegt man sich mit WASD. Ich habe schon gerade versucht, mit der Maus zu klicken, aber das geht übrigens nicht in dem Spiel. So. Ja, also mal wieder gucken, wie hier die Lautstärke war. Ja, da geht schon noch ein bisschen. Ja, das ist natürlich wieder ein bisschen unangenehm laut, ne? Hm. Geht, denke ich. Klassischer Campingausflug von Raubern im Hintergrund brennt ein Dorf nie. Ey. Weizen ist fertig. Der Hund hat wieder irgendwas gefunden. Aussehen. Ich habe halt keinen Dünger. Das ist ein bisschen ungünstig immer noch. Eine Klapperschlange als Spielzeug genutzt. Klugscheißer-Modus aus. Hey, wieso wässert der? Macht das doch nicht. Mein gutes Wasser. So. Was will er denn noch alles ausbuddeln? Jetzt macht er mal entspannt. Wo hast du denn das erste ausgegraben? Da. Ja, mal gucken hier. Ein Feuerstein hat er. Und was hast du hier? Ein Schlüssel. Das läuft. Das läuft mit dem Hund, ich sag's euch. So, warte. Da. Ernten. Jarin, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Welches Level hast du inzwischen? Ist jetzt die Jägerklasse, richtig? Ja. Nee, muss ja eigentlich wieder Druide sein, weil ich habe ja einen Begleiter. Einen kleinen Wolfsbegleiter. Muss ja. So. Da nehmen wir noch ein bisschen was mit. Und Hunger habe ich offensichtlich. Mal kurz gucken. Blaubeerenschale hätten wir noch. Grillter Fleischspieß. Und Essen. Und ich habe gesehen, ich habe Knochen. Dann können wir aber auch. Warte. Steam gestartet. Sehe gerade so ein DLC für Lake angekündigt. So, ein bisschen Dünger hier. Hallo Trichter, schönen guten Abend. Nee, das ist ja das Ding. Also unser Charakter ist ja quasi das, die Tochter einer... wie sagt man denn das jetzt korrekt? Wie sagt man denn das jetzt richtig? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ein Teil ist, Ureinwohner oder Ureinwohnerin, weil ich weiß nicht, welcher Teil, ehrlich gesagt. Und ein Teil ist, Neueinkömmling? Neuankömmling? Zugezogen. Genau.
Ja, sah ich ja. Ne? Habe ich jetzt gedüngt? Ich habe nicht, oder? Habe ich gedüngt? Ich habe nicht gedüngt, ne? Wollte düngen. Von drüben halt, genau. Genau so, ja. So. Das ist okay und ist auch okay. Was habe ich? Ach, ich habe das Holz ausgewählt. Was trinken wollte ich? Von drüben, aus Sachsen. Ein Teil ist Dill. Von einem anderen Planeten. Oh, Sklave, ich glaube, das musst du nochmal versuchen. Irgendwie haben zuletzt immer wieder Leute das Problem, dass sie die Nachricht, die sie eigentlich fürs Teilen des Resubs irgendwie nehmen wollten, dass die im Chat landet. Ne? Das hatte doch Felix letztens auch und ich glaube, Felix war auch nicht der Einzige, bei dem das so war. Das scheint irgendwie momentan ein Problem zu sein. Ja, schlafen. Ja, Twitch macht ja in den letzten Tagen ganz viele tolle Dinge. Na, was nö? Wieder. Sei, diesmal hat's geklappt. Egal, hier, nimm. Da habe ich vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 27 Monate im Kokon. Deine, Baumeister Money kommt bei dir vorbei in einem Maße für ein Fenster. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Was ist denn momentan... Ach ja, hier, guck. Reisender Händler, Avuleka. Und hier hinten müssen wir noch Wüste Canyon freischalten. Oh, meine Nase. Oh nein. Oh. Aktuell alle begeistert von Twitch, weiß gar nicht, was du meinst. Ja. Danke, Trichter. Danke. Gerade die Wohnung durchgekehrt. Oh Gott. So, ich schalte mal erst noch das hier frei. Ja. Und das setzen wir jetzt auch irgendwo hier hinten hin. Hier so. Da nicht. Da geht's nicht. Muss dann da hin. Da geht's aber. Das geht. Das können wir machen. Was ist denn das? Ist das Kohle? Das sah aus wie Kohle. Definitiv. Sah das aus wie Kohle. Wir bleiben aber jetzt erstmal noch ein bisschen hier, bis das Weizen gewachsen ist. Hey Jeffro, das Weizen ist schon gewachsen. Ist das fertig? Scheint so, ne? Jo. Das ging aber flott. Mensch. Das ging ja schnell, du. Ich meine, ja, da war Dünger drauf, ne? Er hatte da mit irgendeinem Patch, weiß ich, hat er da exorbitant was verbessert. Wie schnell das geht. Jugend, die brauchst du als 30-Jährige am nötigsten. Danke. Ja, danke. Sehr freundlich, danke. Jeffro hat dich begrüßt, oder? Hey, Purzel. Da nehmen wir noch ein paar Blaubeeren mit. Jupp, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nix, Schmetterling. Hey, Mini, viel Spaß im Lurk.
Du. Xbox-Präsentation, Starfield-Stream. Ja, heute ist, wie heißt es? Ich hab's heute gelesen, kurz auf Discord. Ich hab's heute kurz im Discord gelesen. Schon wieder vergessen. Mein Hirn. Donnerstag, auch. Festival, ja, aber da ist noch mehr im Namen. Dachte ich. Gegenteil? Summer Game Festival? Ja, kann sein, dass das so heißt. Doch, das kann sein. Das könnte hinkommen. Summer Game Fest. Hosenrunter-Tag? Heute ist Jogginghosentag. Tag der Jogginghose. Bundeswehr. Fliegen, es kommt ein Gewitter, immer noch nicht sicher, die Sonne brennt noch. Nee, es ist Gewitter, höchstwahrscheinlich, glaube ich. Wir hatten hier vorhin auch ordentlich Gewitter. Aber hallo, das hat richtig gerumst mal. Es ist Fronleichnam. Happy Kadaver! Nein, keine Sorge, Joko, du musst dir keine Hose anziehen. Seh dich nicht, ist mir egal. Moin, Celestis. Achso, doch, ich hab noch so viel. Ja, dann mach doch. Achso. Sehr gut. Nee, warte, das sind ja die... Nee, Moment. Nee, was? Ein Kaffee! Ja, Mann. Raus. Das ist die Kaffeebohne. Zack. Und noch ein Kaffee. Ey. So. Super. Jetzt, eventuell auch die anderen zwei Weizenfelder fertig, genau. Sehr gut. Da kommt halt nicht so viel raus, weil da der Dünger fehlt. Da. Gut. Nix frohe Leiche? Nein! Happy Kadaver! Wupp, wupp! Eisen dahinter. Was? Ich lese schon wieder Nudelauflauf? Leipzig bis nach Lindau ist es ein Stück, so schnell ist Wetter nun auch nicht. Nö, es ist aber auch schon ein Weilchen her, ist klar. Außerdem hörst du es vielleicht ja nur aus der Distanz. Okay, Timmini. So, ein reisender Händler. Den könnte man doch da gut hinsetzen, ne? Da würde der sich ganz gut machen. Und das... Ja, das kriegst du halt nicht groß anders hin. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt... Ja, man könnte es natürlich so machen und dann die Stadt da in die Mitte setzen.
Ich glaube, das geht. So. So. Ich glaube, das machen wir. Nö? Hey, Skleen, einen wunderschönen guten Tag. Kommt aus dem Mittelhochdeutschen, setzt sich zusammen aus frohen, froher, also frohen in Klammern froher und Lichnam in Klammern Leib. Also ich war Happy Kadaver. Was ist ein Wolf? Was ist denn Wolf? Rob ist klug. Ja, ne? Ich weiß. Ha. Das wird mir häufig nachgesagt. So, Sattler das Pferd. Machen wir. Oh, der... Oh, man kann zum Wüstenhändler... Aha. Oh, gut. Witzbold zum Frühstück gemampft. Ei? Nur? Nee, ne, freilich. Hallo? Sie sind neu hier in der Gegend, ne? Schönen guten Tag. Eisenhändler. Hallo? Ich würde gerne mal kicken, was du so hast. Wasser hat er... Laudanum, Tonikum. Fühlt man sich doch gleich besser. Manche Leute werden süchtig danach. Das klingt aber nicht gut. Jalapeno. Vorsicht, scharf. Okay. Was hat er noch? Schwarzpulver, eine Standfackel. Mm. Die können wir, glaube ich, auch selber bauen, ne? Mhm. Was soll was denn? Hat der Hund wieder irgendwas ausgegraben? Was hast du denn? Ein Buch. Ja, fein. Und zwar... Oh. Hatte ich nicht mal eine Waffe? Moment. Hat er doch mal... Ach, da. Ach, das war das. Ich dachte, das war Holz. So. Ich gerade nicht plündern. Feuerstein, ein bisschen Kohle. Hier kann man bestimmt Kohle abbauen, ne? Yep. Oh, warte, da können wir irgendwie graben. Noch ein Feuerstein. Toll. Nimm mal Lehm. Hat ein Fass auf dem Rücken. Ja, fass ich's denn. Ja, unglaublich, oder? Hey Chris, schönen guten Abend. Lehm. Jetzt nicht so der schlauste Zombie, ne? Bleib du ruhig dort, alles cool. Ja, da ist halt auch Wüste und so, ne? Das Hören ist ja so schon belastet und dann auch noch die Hitze. Ja. Mhm. Ja.
Dürfte ich... Hallo? Jetzt? Gut. Ja, wieder Pfeile machen. Nicht mehr viele. Aber er gibt nicht auf, ne? Also, Durchhaltevermögen hat er. Schon ein bisschen stolz, so. Muss man ihm lassen. Also stolz ist jetzt relativ, aber Respekt. Ja, Wasser. Wasser immer gut. So. Das ist ein normaler Stein. Ja. Okay. Wird das schon wieder dunkel? Das ist natürlich unangenehm. Geht das mit dem Umbenennen wieder los? Ja. Ich nehme aber auch suspekt, solche Leute, ne? Also wenn man sich umbenennt, das ist schon irgendwie merkwürdig, finde ich auch. Ich meine, sowas macht man doch nur, wenn man was zu verbergen hat. Erstmal den Hund streicheln. Prioritäten und so. Ja. Ah. So, irgendwo hier habe ich da. Habe ich eine Hütte hingepflastert? Sehr gut. Das habe ich gut gemacht. Was new? Warte, wir schließen hier diese eine Lücke noch zwischen den beiden Gebieten. Zack. Das sieht gut aus. Waldi, moin. Vielen lieben Dank für den Resub. Schönen guten Abend. Danke für 20 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du kriegst, warte. Du darfst es dir im Kokongarten gemütlich machen. Schön mit Pool und Grillplatz und so. Vielen lieben Dank. Ja, guck mal, hier hat man ja noch eine Kiste. Ich erinnere mich. Da habe ich gesagt, ihr müsst mich unbedingt daran erinnern, dass ich Sachen in dieser Kiste habe. Habe ich euch gesagt. Und? Habt ihr mich schon daran erinnert? Habt ihr nicht? Nicht habt ihr das. Ja. Jetzt muss ich da auch Ressourcen reintun, weil mein Ressourceninventar voll ist. Deine zweite, also ein Außenposten von dir. Normal fängt man so in dem Wiesenbiom an, ne? Ja, ja, ich habe mehrere kleine Außenposten tatsächlich inzwischen. Weil du ja nicht immer zurücklatschen kannst. Also ich habe da zum Beispiel eins, da, da unten noch ein ganz kleines, da ist aber nicht mal wirklich eine Hütte. Dann hier mein Haupt. Also wobei Haupt ist auch relativ, aber ja, dort das Hauptding. Hier habe ich noch ein. Und ich weiß gar nicht, irgendein Schneebiom habe ich auch noch. Hier. Ein bisschen was mich eingerichtet. In der Hütte, die schon da war. Ja. So, das passt da super hin. Guck. Plopp. Perfekt. Schlafen. So, Hunger. Können wir das Brot, das Kürbisbrot essen? Dann noch zweimal Blaubeerenschale und dann geht's ab. Das müsste die richtige Richtung sein, ne? Genau.
Irgendwann baut Raupe auch schön. Hä, ich hab voll schön gebaut. Oh, warte mal, wir müssen... Ich hab doch gesagt, wir müssen Pfeile herstellen. Das geht nur am Bogen und Tisch. Mist. Ja, dann nicht. Habe ich denn... Kann ich denn... Das habe ich aber. Das ist gut. Dann machen wir ein bisschen davon. Das tut sie auch. Ja, nicht die Leiche plündern. Danke. Britischen, er hat jetzt ein viertes Video. Und eine Stunde. Ist die Map vergleichsweise noch winzig. Ja. Hier kommt ja auch drauf an, wie man... Also, ne, du wirst ja... Das Spiel zwingt dich ja jetzt nicht dazu, die Map riesig groß zu machen. Ne? Das ist halt der Punkt. Also, du entscheidest ja selber mehr oder minder, wie groß du die werden lässt. Ne? Und ich wollte aber schon, dass das irgendwie ein bisschen schick ist. Ja, also ich wollte jetzt nicht einfach die... Das so hässlich aneinander klatschen, sondern schon so ein bisschen, ne, da so das, den Bereich und da den und so. Ja. Ja, gut. Hallo! Ross. Hallo und willkommen in unserem bescheidenen Dorf. Mein Name ist Ross. Oder Rose? Ross? Ross? Ich weiß nicht, wie das... Hallo, kannst du mir etwas über dieses Dorf erzählen? Wir leben schon seit vielen Generationen in dieser Gegend. Siehst du die kleinen Hügel mit der Tür? Wenn wir uns irgendwo niederlassen, bauen wir diese Häuser oft teilweise unterirdisch. Unterirdisch zu bauen, hilft die Temperatur im Inneren stabil zu halten. Du kannst einen Blick hineinwerfen, wenn du willst. Wer wohnt in dieser Gegend? Früher gab es nur uns und die Natur. Es war alles so friedlich. In letzter Zeit haben sich die Siedler zu sehr eingemischt. Sie haben ihre Minen und Gleise durch den Teil der Canyons gebaut, der uns so wichtig ist. Das Land um dieses Dorf herum war unser Jagdrevier, weißt du? Jetzt ist hier alles nur noch dreckig und verschmutzt. Wie lange geht das schon so? Es gab viele Konflikte und ich weiß von vielen von uns, die Probleme mit den Siedlern hatten. Aber abgesehen von gelegentlichen Zusammenstößen mit Reisenden hatten wir nie große Schwierigkeiten. Bis jetzt. Wie kann ich euch denn helfen? Wir wollen, dass sie aufhören, ihre Gleise durch unser Gebiet zu bauen. So kann es nicht mehr weitergehen. Wirst du mit ihnen reden? Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Nick, lol. Ross aus Avoleka hat mir erzählt, dass sie Probleme mit den Siedlern und deren Minen haben. Ich muss mit dem Minenvorarbeiter sprechen. Der wird bestimmt total verständnisvoll sein und sagen, klar, kein Problem, machen wir natürlich nicht mehr, ist ja auch nicht unser Land, nicht, wir gehen dann mal. Oh hey, Feuerholz. Oh hey, guck mal. Mach ich jetzt so eine Vase kaputt latschen, plopp. An der Werkbank doch einen Bogenentisch bauen. Ja, aber das ist ja Quatsch. Das jetzt hier zu bauen. Kann er dann auch einfach mal zurück. Blaubeertorte. Mmh, meins. Aber schön. Hübsch hier. Schade, dass ich hier nicht schlafen kann. Manu. Verkehrsumschwung, alle wollen sie nah und Fernverkehr und Fußreichweite, aber niemand will die Gleise in der Nähe haben. So funktioniert das nicht. Ja, ich werde direkt mit Ross darüber sprechen. Ja. Buch, meins, gebratenes Fleisch, meins. Vase kaputt treten. So.
Hauptquartier der Minengesellschaft. Oh, jetzt können wir aber einen richtigen Canyon bauen. Das ist gut. Bloß freischalten. An der Seite musst du schon ein bisschen darauf achten, die Map auszubauen wegen Ressourcen. Ja, aber das ist eigentlich nicht so viel, ehrlich gesagt. Also es ist echt überschaubar. Weil es halt auch relativ schnell respawnt. Also es ist jetzt nicht so aufregend. So. Ein Kupfererz. Ah. Ja, bauen wir mal einen Canyon. Wenn die da Minen bauen, muss das ja einen Grund haben. Nicht? Dün, 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 dün. Oh. Wir werden mal hier ein bisschen Stuff weglegen. Sonst läuft mein Inventar gleich wieder voll. Ja, wisst ihr, wie es ist? Und dann guckst du wieder blöd aus der Wäsche, wenn mir alles aus dem Inventar fällt. Da wollen wir hin. Weil will ich das, wenn es jetzt wieder dunkel wird? Will ich das eigentlich nicht, glaube ich. Ich will nicht im Dunkeln rumlatschen. Das ist unangenehm hier im Dunkeln. Wir bauen bei Raupe im Garten eine S-Bahn-Haltestelle. Danke, nein. Bitte nicht. Nein, nicht den Hund. Nein. Aha. Nicht eigentlich den Knochen kaputt schlagen hier? Eigentlich nicht, schade. Hätte ja sein können. Hätte ja, durchaus. Nee. Geht drumrum. Du bist gern voll viel am Rumlatschen, klar, immer. Zu Fuß unterwegs sein, voll gut. Ja. Schon Muffes gebacken. Muffes? Muffes? Was ist denn Muffes? Wie geht der Rezepte? Weiß ich nicht. Weiß nicht, was Muffins ist. Meinst du Muffins? Drum und drum. Ich glaube, für Muffins fehlt mir noch was. Ich glaube, für Muffins fehlt mir noch was. Garten keinen Platz mehr für eine S-Bahn. Ist schon der 18-gleisige Bahnhof für die Loot-Anlieferung. Nicht von meinem Loot reden, ist mein Loot. Ja, nee, ich gehe einfach davon aus, mir fehlt da noch irgendwas und es gibt ja noch Gebiete zu erkunden, deswegen stresse ich mich da noch nicht drum. Ist ja, ne? Oder ist wieder so obvious einfach, dass ich einfach nicht an das Einfachste denke. Das passiert mir auch immer mal. So. Hier wird wohl Kupfererz rauskommen. Yay. Kupfererz. Können wir dann Bronzebarren machen? Sehr gut. Ja, ist ja gut. Da kann man irgendwie was graben.
Deftige Muffins mit Speck und Käse. Da. Da hinten haben wir noch. Wupp. Wisst ihr, wie der Hund mir immer mein Loot klauen will? Ein Agavenblatt. Aha. Okay. Da. Gut, das war, glaube ich, erstmal halt. Da haben wir noch ein Stück Kohle. Kohle, 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 Kohle. Das ist wieder Kohle respawnt gerade. Sehr gut. Neues Weltenstück. Ich gleich nochmal so einen Canyon hier dran schmeißen. Mit Loot wird nicht gespielt, Loot wird eingepackt. Und sicher verwahrt. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Gabe noch mitnehmen. Gut. Achso, nee, das war das hier. Hier waren wir ja gerade eben. Ja. Oh, verwirrend hier in so einem Canyon. Mensch. Da ist mein Schuss. Das ist die richtige Richtung. Nee, 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 nee. Achso, nee, halt. Ich muss ja zum... Nee, ist ja Quatsch. Nicht nach da Hause, sondern nach Hause Hause. Weißt du? Hallo, Pferd. Lass uns nach Hause reiten. Sehr gut. Warte, wie werden wir denn das Weizen abgrabbeln, denn aus Weizen machen wir ja Mehl, ne? Wenn ich mich nicht irre. Wieso Hause, Hause? Weil wir hier Hause, Hause die Schmiede, Schmiede haben. Ja, deswegen.
Wir machen daraus Bier. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht im Spiel nicht, du. Ja, genau. Hier kann ich mir auch Pfeile machen. Alles klar, ich bin wach. Neuer Bauplan. Bronzering, Spitzhacke und bronzene Axt. So. 4, 6. War ich... Alter! Meine Herren! Zinn haben wir da. So, können wir das, glaube ich, sogar belassen, weil dann müssten wir 6 Stück haben, genau. Dann an den Amboss. Ja. Bronzene Axt. Ja gut. Jetzt fehlen mir 2 Baumharz. Ja. Haben wir noch 2 Baumharz? Hallo? Baumharz? Harz? Baum? Baumharz? Harz? Baum? Baumharz? Harz? Baum? Haben wir nun hier? Ich glaube, das habe ich unten liegen. Könnte man die Siedler auch zu Soldaten machen? Warte mal, Baumharz kriegte man. Weiß ich gar nicht mehr. Kriegst du mal Bäume fällen für Baumharz? Ich glaube schon. Ja, aber jetzt keine Bäume fällen. Tja. Gut. Bronzering mit Edelstein. Okay, jetzt muss man Edelstein finden. Bronzene Axt auf die 1. Einmal hier sind wir mal ein paar Pfeile. Ah, verdammt, ich hab's geahnt. Ich hätte erst gucken sollen. Das ist jetzt blöd. Ja, wobei, wir können ja den, können wir ja wegtun. Warte. Der kommt hier rein. Dann passt das nämlich. Rein. Ja, da komme ich leider nicht ran. Das ist natürlich jetzt blöd. Da kommst du auch nicht ran, ne? Top. Tippitoppi. Baumarkt. Müssen wir doch nochmal nach unten gerade? Zum Wüstenhändler. Ja, Inventarbegrenzung ist einfach ganz schrecklich. Stehe ja immer noch den Nutzen. Ich weiß nicht, was das soll. So, ich glaube, hier hatte ich noch, genau, 2 Baumharz. Perfekt. Perfekt. Ja, gut. Dann nochmal zurück. Mit der Pony. Das geht ja Gott sei Dank ziemlich flott. Schawuppe.
Regenschlauch kann man noch nicht wieder auffüllen. Okay. Aha. Und da haben wir die Spitzhacke. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wunderbarstens. Und jetzt können wir, glaube ich, sogar, wenn wir noch einen Kupfer übrig haben müssten, das noch freischalten. Das Hauptquartier der Minengesellschaft. Da müssen wir bloß noch ein neues Dings freischalten. Dingensbummens, also neues Kartenteil. Mal wieder ernten hier. Aussehen, bessern. Ernten. Aussehen. Bessern. Und ernten. Aussehen. Bessern. Ernten. Aussehen. Bessern. Hier lernst du was fürs Leben. Ja, so funktioniert Landwirtschaft. Ja, aber den gibt's ja zum Glück nicht. Joker. Gibt's ja nicht. Mal schön viel Wasser wieder mitnehmen. Wer weiß. Ne, das wäre furchtbar. Crossover-Event? Oh Gott, nein. Alles nur das nicht. Da. Gut. Brauchen wir uns wieder Wasser ab. So. Nö. Nö. So, warte, Weizen können wir mal vermehren. Zu Mehl. Vielleicht nicht alles. Ja, wobei doch. Wir haben ja neu angepflanzt. Alles gut. So. Neues Kartenstück können wir setzen. Das heißt, die Minengesellschaft. Aber so rum, oder? Oder dahin? Ja, dahin. Nee, zufällig ein Anbindepunkt. Nö. Schade. Das wäre es jetzt noch gewesen. Dosenfutter. Mais können wir auch hier lassen. Ein Salbei. Und das Tonikum. Das Gedöns. Machen wir noch ein bisschen Blaubeersuppe. Schale. Dings. So. Ein Saloon.
glaube, die ertragen auch nur mit Alkohol in der Mine zu arbeiten. Na, halt. So, das legen wir mal auf die 7. Ich will doch nicht schlafen. Ich will aber schlafen. Hallo. Danke. Moin. Neuer Tag, neues Glück. Was geht ab? Raub schon wieder die Welt, wie sie ihr gefällt. Nur? Hi, Midikus. Zum Müssen hinter. Und jetzt. In halt diese Richtung. Hallo, Haunted. Viel Spaß im Lurk. Was wäre dann Haunted, wenn ich wüsste, dass du im Lurk Spaß hast? Was? Hä? Soll ich davon ausgehen, dass das niemand im Lurk, dass es niemandem im Lurk gut geht? Sonst, oder wie? Oh nein, das ist ja fies. Es ist da in die, es ist in den Stein geglitscht. Wie gemein. Ist nicht in Ordnung. Ist Loot abhanden gekommen. Das prangere ich an. Oh, guck, ein Scheißhaus. Können wir das benutzen? Wir können es durchsuchen. Geil. Hm. War nichts drin, schade. Hallo? Ist jemand da? Rocky Road Mining Corp. Schön, dass wir mal hier reinkommen und den Kram von denen durchsuchen. Und natürlich an mich reißen, ist klar. Hallo, Fore. Hm. Hallo Fräulein, ich bin Mr. Man. Aber Sie können mich Fore nennen. Fore? Mr. Foreman? Wegen Vorarbeiter und so? Ist es das? Ist es das? Hm. Wie kann ich Ihnen helfen? Was genau ist dieser Ort? Lassen Sie mich Sie aufklären. Sie sind bei der einzigen Rocky Road Mining Corporation. George Foreman. Okay. Wir bauen hier den Canyons ab und können manchmal sehr seltene Erze liefern. Verstehen Sie? Wonach genau graben Sie? Wir schürfen Erze und zwar ziemlich erfolgreich, wenn ich das hinzufügen darf, Fräulein. Alles Mögliche, wie Silber, Gold, vieles mehr. Aber ab und zu auch mal ein normaler Stein.
Wie lange sind Sie schon in diesen Canyons? Wir sind erst vor kurzem angekommen. Ich habe ein paar Proben in die Finger bekommen. Mein lieber Herr Gesangsverein, hier lässt sich wirklich gut schürfen. Aber was geht Sie das an? Mach das mal sehr behutsam. Wir erklären ihm das Problem behutsam. Ich habe das Dorf in der Nähe besucht und es scheint, dass sie in letzter Zeit einige Probleme haben. Oh, das tut mir leid. Haben Sie gesagt, was für Probleme es gibt? Probieren Sie mal mit den Jagdrevieren. Moin, Tugudere. Ihre Jagdreviere sind durch die Bergbaugleise abgeschnitten. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht das, wofür mein Unternehmen steht. Hey, Chili. Das TNT explodiert in der Ferne. Ich nehme an, Sie wollen, dass wir umziehen, hm? Wir haben bereits eine Investition getätigt. Andererseits lieben meine Männer und ich Winterbeeren-Muffins. Winterbeeren-Muffins. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an sie denke. So saftig und fluffig. Wissen Sie was? Ich mag Sie, Fräulein. Sie sind sehr höflich. Ich schlage Ihnen einen Deal vor. Für 3 Winterbeeren-Muffins ändern wir unseren Kurs. 3 Muffins! Das ist ein Deal. Das ist ein Deal, mein Freund. Um mich mit den Minenarbeitern gut zu stellen, sie zu überzeugen, ihre Schienen ab sofort woanders zu verlegen, muss ich 3 Winterbeeren-Muffins zu Mr. Foreman bringen. George! Sammler oder Backer Winterbeeren-Muffins. Du musst 10 liefern, dann warst du wohl sehr böse zu Mr. Foreman. Ich denke, dann warst du wohl sehr böse drum. Sorry, Lady, aber bevor der Boss nicht sein Okay gegeben hat, kann ich Ihnen nicht helfen. Okay. Okay. That's fine, I guess. Gut, also Winterbeeren-Muffins. Na dann, wissen wir ja, was wir brauchen. Schoko ist nicht ein Marshmallow, das ist Schokosüße. Boah. Doch ein Gewitter, plötzlich ist Duster, schüttet wie aus Eimern. Sisse, Sklave? Sisse? 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 Was gesagt. So, Winterbeeren. Habe ich da noch? Habe ich da auch in der Kiste, glaube ich. Relativ sicher. Da. Winterbeeren. Ja. Mehl. Winterbeeren. Vielleicht sogar nur einmal. Winterbeermuffin. Das war ja einfach. Einmal Mehl, eine Beere. Zack. Winterbeermuffin. Fertig. Easy going. Falsche Kiste. Gut. Das da rein. Das bleibt bei mir. Ich hab die Winterbeeren-Muffins. Nein, ich Idiot. Das könnte man abfangen.
Das wäre schön, wenn man das abhängt. Raupe cheatet doch. Wieso? Die Rezepte hier in dem Spiel sind jetzt nicht so komplex bisher gewesen. Also im Normalfall waren es halt immer nur zwei Zutaten. Demnach lag jetzt bei Winterbeeren-Muffin schon durchaus auf der Hand, dass da höchstwahrscheinlich eine Winterbeere drin ist. Und Mehl. Denn man braucht Mehl für einen Muffin. Unrealistisches Spiel, Raupe backt Muffins, probiert selbst nicht ein. Ja. Er schließt sich mir nicht, völlig random. Ja, ausgedehnten Radtour würde mich jetzt echt gerne. Müsste ich stehen? Das will ich nicht. Aua. Okay, Rickett. Hi. Rickett will also jetzt sitzen oder liegen. Muss ich nicht die Sandsäcke rausholen? Ach Quatsch. Es wird schon. Klar. Und nicht. So. Vor. Hallo, Fräulein. Lecker. Sie tragen den Duft von fluffigen Muffins an sich. Sind Sie bereit, unser Geschäft abzuschließen? Wir sagten 3 Winterbeeren-Muffins. Richtig? Ja, haben wir gesagt. Hier, deine Muffins. In der Tat, wie vereinbart, hier sind 3 Muffins. Lassen Sie mich mal sehen. Ja, lecker, lecker, lecker. Das Leben wird nicht Beere. Ich meine besser. Huch, schauen Sie mich nur an. Ja. Abgemacht ist abgemacht. Wir halten uns mit unseren Gleisen von nun an von ihrem Gebiet fern. Und als Sahnehäubchen auf dem Muffin lasse ich meine Jungs für sie arbeiten. Für sie arbeiten. Sprechen Sie mit einem meiner Jungs da draußen und wir werden die Minen für sie bearbeiten. Gegen die richtige Bezahlung natürlich. Und wenn Sie auf der Suche nach ein bisschen extra Arbeit sind, kommen Sie zu mir. Ich habe vielleicht eine Art Befall in der Mine. Zeiten des Wandels. Die Minenarbeiter haben zugestimmt, nicht weiter auf dem Gebiet von Aulik zu bauen. Ich sollte zum Dorf zurückkehren und ihnen von den großartigen Neuigkeiten erzählen. Das machen wir. Goldrausch. Der Vorarbeiter der Mine hat mir gesagt, dass seine Leute jetzt anfangen können, die Mine für mich zu arbeiten. Ich sollte mit einem Bergmann sprechen und eine eigene Mine eröffnen. Klingt nach einer einfachen Möglichkeit, an Erz zu kommen. Nur? Das klingt doch richtig gut. Einer? Hallo, Miss. Sie sind neu hier, oder? Ich erkläre Ihnen mal, wie das hier läuft. Wir arbeiten für Sie, wenn Sie uns gut genug bezahlen. Und nur damit Sie es wissen, wir lieben Backwaren mit Winterbeeren. Damals wieder. Auf diesem Tisch bewahren wir eine Sammlung von Erzproben auf, die wir hier produzieren können. Nachdem wir die Erze von dieser Grabungsstätte abgebaut haben, schicken wir einen Kram mit der Ware los. Die Erze werden dann zu einer Sammelstelle am Ende der Gleise geliefert. Je mehr Gleise zwischen der Grabungsstätte und der Sammelstelle liegen und je größer die Mine ist, desto mehr Erze können pro Karren produziert werden. Aha. Es könnte sich also lohnen, diese größeren Minen zu besuchen. Nachdem die Erze an der Sammelstelle abgeladen wurden, können Sie sie einfach abholen und sich damit auf den Weg machen. So einfach ist das, Miss. Hört mir jetzt schönen Abend noch. Hallöchen, Achim. Ziehen am Schnurz. Ja, deswegen dieses letzte Transportieren, ja. Wie genau funktionieren diese Minen? Wir arbeiten für Sie, wenn Sie uns gut genug bezahlen. Und nur damit Sie es wissen. Wir lieben Backwaren mit Winterbeeren. Nein, es geht ja die wenigstens in die andere Richtung, Timony. Ja? Also, ich meine, immerhin, Land bekommt Gleise wegen 3 Muffins. Nee, eigentlich, also die Gleise hätte es so oder so bekommen. Es geht nur darum, dass sie in eine andere Richtung die Gleise verlegen.
Auf diesem Tisch bewahren wir Sammlung von... Ja, okay, nachdem wir... Ja, ja, ja... Ja, okay. Ja. Gut. Können Sie anfangen, Erze an der Mine zu schürfen? Sicher können wir das. Standardgebühr ist ein Winterbeeren-Muffin. Wenn Sie denn doch eine Winterbeeren-Torte für uns haben, arbeiten wir besonders hart für Sie. Möchten Sie, dass wir mit der Arbeit beginnen? Ich habe leider nichts davon dabei. Mist. Okay. Kranker Shit hier. Was haben wir denn jetzt hier alles? Alter. Bergbahn. Was? Bergwerkbahn anfangen? Bergwerkbahn? Bergwerkbahn Ende. Nochmal Bergwerkbahn und Wüstebergwerkbahn. Was haben die nur mit ihren Winterbeeren? Weiß ich nicht. Die stehen halt auf Backwaren. Ja, nee, lass mich. Geh weg. Trinkst du genug? Nö, natürlich nicht. Wieder falsche Richtung. Natürlich nicht. Frage ist, wie machen wir denn den Kuchen? Kommen da dann zwei Beeren rein? Aha! Zack! Eine Winterbeerentorte! Da machen wir uns da einfach mal ein paar. So. Sehr gut. Mhm. So, jetzt müssten wir aber erstmal den ganzen Salbei nochmal aus der Kiste ziehen. Salbei. Weizen brauche ich dann auch noch. So, Bergwerkbahn anfangen. Bergwerkbahn. Nochmal Bergwerkbahn. Nee, kann ich nicht. Da fehlt mir jetzt dafür. Bergwerkbahn. Das ist doch aber kaputt, oder? Ich meine, das sieht kaputt aus. Ja, mal das Anfangsstück. Wobei, der ist ja ein Anfangsstück, ne? Das dort ist doch auch ein Anfangsstück, oder nicht? Das wäre dann maximal, das wäre doch eine zweite Mine, ne? Das ist ja Quatsch. War ja keine zweite Mine. Ich will eigentlich, dass das da dann rüber geht. Geht das? Gibt es so einen Karten? Gibt es ein Stück, wo ich das... Das hier, ne? Das bräuchte ich. Das wäre gut. War kein Pfeil dran. Endstück? Ach, kann natürlich auch sein, dass das das Endstück ist. Ist nicht. Hauptquartier der Minengesellschaft. Aber die würden ja für mich arbeiten. Stimmt, an dem ist ein Dings dran. Und hier ist Bergwerkbahn Ende. Nee, das ist das Endstück. Ja. Das da.
Müssen wir dann mal gucken. Können wir echt nur probieren. Wie das läuft. So. Dünn. Okay. Son dünn. Son dünn. Mal gleich noch Wüstensalbei anbauen. Kann ich leider nicht mehr düngen, weil ich keinen Dünger mehr habe. Naja, das Leben ist hart. So. Trinken und wir brauchen mehr Kupfer, sonst wird das nichts. Nisch. Ohne Kupfer. Läuft hier ja nichts. Das alles Kohle. Kein Kupfer. Kohle ist halt kein Kupfer. Naja, wenn wir hier einmal beim Dorf sind, hey, na, was geht ab? Hey, da. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Wer bist du? Ich bin der Bruder von Ross. Ich lebe ja schon so lange, wie ich denken kann. Kennen Sie mein Zuhause und mein Leben. Der hat übrigens keinen Namen. Das ist einfach nur Ross Bruder. Der hat keinen Namen. Meine Identität besteht darin, Ross Bruder zu sein. Oder vielleicht ist er gar nicht Ross Bruder, sondern er heißt Ross Bruder. Das wäre natürlich auch möglich. Aber dann würde er vermutlich nicht sagen, ich bin der Bruder von Ross, sondern er würde sagen, ich bin Ross Bruder. Weißt du, wo Ross ist? Wenn sie nicht hier draußen ist, dann ist sie in ihrem Haus da drüben auf der linken Seite. Geh ruhig rein. Ihrem Haus da drüben auf der linken Seite. Das wird das hier? Mindblow. Nein, hier nicht. Aber hier ist eine Blaubeertorte. Und Feuerholz. Vielleicht direkt von ihm aus links. Also hier sofort. Nein, natürlich auch nicht. So. Aber in dem hier. Ist ja nur noch eins. Ja, Mensch. Mal alles mitgehen lassen, was die hier so haben. Hallo. Ah, du bist wieder da. Sag mir, wie es dir mit den Bergleuten ergangen. Was sie mögen. Job erledigt, das ist alles. Ich habe ein Deal ausgehandelt. Ich habe den Vorarbeiter der Minenarbeiter gefunden und ein Geschäft ausgehandelt. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend. Was haben Sie versprochen? Dass Sie sich von unserem Land fernhalten? Ihr Teil der Abmachung ist, dass Sie von nun an Ihre Gleise umleiten werden. Das war eine tolle Nachricht. Das bedeutet, dass unsere Jagdgründe sicher sind. Du bist eine Lebensretterin. Wir sollten feiern. Wir haben einen besonderen Tee, den wir für Feste und Rituale brauchen.
Yay! Er hat eine besondere Wirkung auf den Geist. Willst du uns die Ehre erweisen, an dieser rituellen Feier teilnehmen? Na klar! Natürlich nehme ich am Teeritual teil. Prima. Wir sollten ein paar Zutaten für die Basis des Tees sammeln. Wenn du die Grundzutaten besorgst, kümmere ich mich um den Rest. Etwas Minztee, ein Agavenblatt und ein wenig Kaktusfleisch sollten ausreichen. Hier in der Gegend solltest du das alles finden können. Minztee hier in der Gegend, das denke ich aber nicht. So, aber natürlich den Rest. Da hat sie recht. Bami? Hallo und willkommen. Hallo, wer bist du? Mein Name ist Bami. Einst war ich so groß und mutig wie ein Bär. Aber die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Wie ist dein Name, wenn ich fragen darf? Weiche der Frage aus, wieso denn das? Mein Name ist Ayana. Es ist schön, dich kennenzulernen. Es ist auch schön, dich kennenzulernen. Und was für einen schönen Namen du hast. Hä, wieso hätten wir denn jetzt ausweichen sollen? Das ist ja komisch. Ich frag dich zwar nach deinem Namen, aber ich sag dir nicht, wie ich heiße. So, wir brauchen Minztee. Habe ich zufällig Minze einstecken? Ja, das ist natürlich sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, warte, wir können hier direkt noch ein bisschen Wüstensalbei mitnehmen. Möhrchen. So. Hier kurz gucken. Nee, wir brauchen halt, wir müssen halt Kupfer besorgen. Machst du nichts? Aber ich will, glaube ich, den Tee machen. Minztee. Sehr gut. Wir haben Minztee. Da hinten schon Kupfer respawned ist, müsste ja eigentlich auch respawnen, ne? So wie halt Kohle und so auch. Respawnt ja auch alles. Kohle, Kohle, Kohle. Wir wissen ja dann eigentlich, aus was dieser tolle Ritualtee ist. Können wir den dann auch selber machen? Hat sie ja gesagt, ne? Minze, Agavenblatt und Kaktusfleisch. Das kriegt man doch selber hin. Ist ja dann nichts mehr. So, guten Abend, Herr Vega. Hallöchen. So. Noch Kohle. Ja, noch Kupfer. Bitte nicht in den Stein backen. East owned. Back in the shrine.
Na toll, es ist wieder in den Stein gefallen. Okay, eins habe ich wenigstens noch gekriegt. Hey, 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 hey. Au, 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 au. Blöde Zipper, du. Guck die mich an. Ja, Chat ist heute cozy unterwegs. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ist ja auch ein super cozy Spiel. Kupfer. Ah, verdammt, dunkel. Dunkel ist nicht gut, ne? Wobei, scheint recht entspannt bis jetzt. So, ich habe Torten, aber das hilft ja noch nicht so viel, ne? Wir müssen ja bauen vorher. Das heißt, pass mal auf, wir machen uns mal hier eine Werkbank hin. Eine Werkbank, die ist praktisch, denn dann müssen wir nicht ständig zurücklaufen. Ja, dahin. Passt hier auch sehr gut ins Bild. Und dann können wir uns... können wir nicht, weil ich keine Blaubeeren habe. Scheiße. Toll, Raupe, toll. Super Raupe. Ganz, ganz toll. Hey, ist wieder Tag. Nun. Nee, warte, mein... Base ist... Oh Gott. War alles so gleich aus. So, hier, da ist die Base. Okay. Ich brauche dieses Eckstück. Das wäre dann Wüste, ne? Nehmen wir auch mal mit. Und ich hätte gern noch eins, was ganz normal geradeaus. Wo ist denn zwischen den zwei in der? Ich will mal das hier angucken. Und da wieder so ein Rausgeht-Ding. Ja, ich weiß es nicht. So. Also, erstmal das da. Das würde ich nämlich direkt hier anschließen. So. Nach da. Ne, weil das muss ja wegführen von denen. Wir haben ja schließlich vereinbart, das geht nicht durch deren Jagdrevier, führt also von deren Dorf weg. Wenn dann. So, dann machen wir hier so eins dran. So. Und noch eins, was ums Eck geht. So. Schwupp. Können wir das erstmal machen? Und jetzt können wir ja erstmal zu ihr zurück. Denke ich. Also zum Dorf zurück, um gemeinsam krasses Ritual abzuhalten und zu feiern. Das Pferd kauft der Lidl bestimmt für Lasagne ab. Ey, mein Pferd.
Das wird nicht zu Lasagne verarbeitet. So. Auf geht's. Ich hab alles. Ich habe alles. Hast du die Zutaten für den Tee schon zusammen? Jo. Hab die Zutaten besorgt. Lass uns mal sehen. Danke, dass du sie besorgt hast. Zusammen mit meinen Zutaten kann ich den feierlichen Ritualtee zubereiten. Ach, die hat auch noch Zutaten. Verdammt. Dann wissen wir doch nicht, wie es geht. Alle Zutaten in einen großen kochenden Topf und füllt einige Tassen ab. So, das wär's. Ein wundervoll duftender und ganz besonderer Tee. Nimm dir ruhig eine Tasse. Ja klar, grüner Qualm und so ist bestimmt total. Und rein damit. Yay, hier sind wir wieder. Ach, dem ging es gut, Herr Vega. Bei uns geht's auch gerade voll gut. Hallo. Wir sind wieder da. Was geht ab? Willkommen, Ayana. Ich bin froh, dass du mich ausgesucht hast. Wer bist du? Mein Name ist Takoda und ich freue mich, dich kennenzulernen. Genau wie du hatte ich eine lange Reise hinter mir, bevor ich dich hier sah. War ich schon einmal hier? Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Obwohl ich viele Dinge tun kann, in deinen Verstand kann ich nicht schauen. Deine Geschichte gehört dir und nur dir allein. Wir alle müssen unseren eigenen Weg gehen und uns manchmal zu ungewöhnlichen Orten begeben. Und was genau sieht vertraut an mir aus? Das, ich weiß es leider auch nicht. Weil ich kann in den Verstand von Ayana auch nicht reingucken. Ich weiß nicht. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Was ist? Soll nicht immer bleiben. In Gedenken und im Geiste. Ja, toll. Hast du vielleicht einen Rat für mich? Suchst du nach Führung, Mädchen? Führung gibt es in vielen Formen. Davon kann ich dir nur ein paar wenige anbieten. Ist es Führung durch den Raum, die du suchst? Oder in der Zeit? Was? Ich nehme mal Zeit. Oder? Zeit? Chat? Raum oder Zeit? Was nehme ich denn hier? Wo will ich in Führung? Raum? Sogar sagt Raum? Wirklich? Jetzt muss ich auf Joker hören, weil sonst niemand schreibt. Danke, Chat. Schmerzt ein bisschen. Hm. Zeit klingt gut. Zeit. Danke. Danke, reicht schon. Könnt wieder im Lurk verschwinden. Danke, Herr Vega, Chris und Jeffro. Danke. Gut. Schön. Zeit. Ja? Zeit, sagt ihr. Gut. Ich suche Führung durch die Zeit. Die Zeit fühlt sich für viele unterschiedlich an. Für mich ist es die Vergangenheit und die Zukunft. Und für dich ist es die Gegenwart. Ich habe gesehen, wie die Zeiten sich ändern, genauso wie du. Richtig? Beinarbeit für dich, Holz und Stahl für andere. Ich habe sie gesehen, wie sie so schnell durch das Land geflossen ist. Nur Stahl und noch mehr Stahl. Kaum noch Natur. Es macht die Seele traurig, nicht wahr? Hallo, Miss, ich bin der zweitbeste Freund von Horas Bruder.
Ja, das macht mich auch traurig. Ja. Ja, es macht mich auch sehr traurig. Du hast ein gütiges Herz, Ayana. Hm. Etwas passiert. Es gibt mehr Dunkelheit in der Welt. Grabend, krallend, greifend. Aber vielleicht ist es auch schon passiert. Es ist wirklich eine schwierige Sache. Ein Geist, der überall gleichzeitig ist. Und dabei auch nirgendwo. Aber ich kann Ihnen zwei Dinge geben. Worte der Führung und ein Fragment der Antwort, nach der du suchst. Nimm dies, da es dich auf deinem Weg leiten kann. Und meine Worte würden dir raten, dass du weit entfernt von hier suchen solltest. An den Orten jenseits der hölzernen Häuser. Dort, wo Stahl auf Holz trifft. Und so die Menschen auf Stahl und wo die Menschen auf Stahl reiten. Alles klar. Mysteriöses Fragment erhalten. Ich glaube, davon haben wir jetzt. Das war doch schon das zweite, oder? Wir hatten doch schon eins, wo auch immer das hin ist. Also ist ja nicht immer im Inventar. Oder? Mich nicht irre. Da. Genau, mysteriöse Fragmente. Zwei Stück haben wir jetzt. Brauchen wir eigentlich mit dem Büchsenmacher zu bauen? Können wir den bauen? Oder mal gucken an der Werkbank, ne? Wenn, dann vermutlich an der Werkbank. Willkommen zurück, Ayana. Du bist kurz eingenickt. Wie war die Erfahrung? Ich hatte einen Traum und traf eine Älteste. Ein Stammesältester in einem Traum. Oh, wow. Das ist eine seltene Begebenheit. Ich bin sicher, der Älteste hatte so viel Weisheit zu teilen. Nimm sie dir zu Herzen, Ayana. Du wolltest doch nach Corpse Creek, oder? Du hast uns so viel geholfen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist dir zu sagen, wie du dorthin kommst. Von hier aus musst du einen Canyon Pass durchqueren. Und dann liegt Corpse Creek direkt dahinter. Es ist nur ein paar Monde entfernt. Aber als ich das letzte Mal dort war, musste ich vor einer Horde dieser Dinger fliehen. Sie müssen aus Corpse Creek gekommen sein. Oder so. Ich habe viele dieser roten Fässer da draußen gesehen. Vielleicht haben die Bergleute sie dort gelassen. Da du den Vorarbeiter kennst, weiß er vielleicht einen Weg, dir zu helfen. Ansonsten kannst du sie auch direkt angreifen, denke ich. Ross hat mir erzählt, dass ich den Canyon durchqueren muss, um nach Corpse Creek zu gelangen. Die Stadt ist von einer Horde verlorener Seelen überrannt worden. Vielleicht kann man der Vorarbeiter der Minenfirma einen effektiven Weg zeigen, wie ich sie schnell auslöschen kann. Ansonsten werde ich bestimmt auch alleine mit ihnen fertig. Okay. Wir bauen noch ein bisschen Kohle ab, würde ich sagen, weil wir schon ziemlich viel Kohle gesammelt haben. Aber ich brauche halt auch noch Kupfer, ne? Kupfer und Kohle sind die zwei Sachen, also wobei Kohle weiß ich gar nicht. Hey Heiner, schönen guten Abend, aber Kupfer auf jeden Fall. Und vielleicht spawnt er dann auch an den Stellen, wo ich Kohle abbaue, Kupfer nach, weißt du? Ich weiß nicht, wie das ist. So, da und da runter. Stimmt, ich habe jetzt nach unten ausgebaut. Da kann man ja auch mal hinkicken, wa? So.
Das könnte man machen. Das machen wir, glaube ich, auch. So. Ja, weil wir müssen das ja irgendwie nach vorne bringen jetzt. Also ich muss ja irgendwo das Teil enden lassen. Und zwar irgendwo, wo ich rankomme. Ohne, dass ich dann jedes Mal diesen ultraweiten Weg der Gleise laufen muss. So ist mein Plan im Moment. Ja. Gut. Nee, das ist schlecht. Nee. Nicht so. Nee, ist ja auch Quark. Das ist ja Quatsch. Ich wieder so eins nehmen, ne? Genau. Halt. Ein Fisch mitten in der Wüste, mitten im Canyon in der Kiste. Na, ob der noch gut ist, du. Ich zweifle. So. Einmal Wasser sammeln. Verdammt, es ist schon wieder dunkel. Mann. Kiste. Kupfer, sehr schön. Hoch. Mhm. Schönen guten Tag. Sehr gut. Wenn ich mal Kupfer selber abbauen. Meine Güte. Okay. Einfach in der Kiste liegt es auch gut. Kann man das kaputt hacken? Nö. Okay. Eisen, Mehl. Da ist Kupfer, ich sehe das. So. Dann haben wir hier, glaube ich, einfach noch ein bisschen weiterarbeiten, in der Hoffnung, noch ein paar Weltstücke freizuschalten, weil dann können wir noch ein bisschen zurück, also rundherum bauen, sozusagen. Denn ich brauche ja hier jetzt quasi ein da nicht, aber da würde auf jeden Fall ein Wüstenteil hinkommen. Da kommt so ein Halb-Halb hin, wie es hier schon ist. So. Nicht? Boah, Stieße. Wasser extrem fehlgeschlagen. Super. Danke für nichts. Ja gut.
Oh, bloß der Char kippt nicht bald um. Ich glaube, ich habe noch Kaffee einstecken. Ziemlich sicher noch Kaffee. Trinken? So. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo Kupfer rumhängt. Da ist wieder der Bergarbeiter-Dude. Können wir eigentlich mit ihm noch irgendwas besprechen? Nee, hä? Vermutlich nicht. Warum auch? Nach dem Canyon-Pass. Ah, ja doch. Stimmt, können wir. Gesundheit. Ich habe von einem Canyon-Pass nicht weit von hier gehört. Kennen Sie ihn? Na klar, Sie meinen den Weg, der zum Corpse Creek führt, richtig? Wir haben ihn mit Sprengstoff präpariert, aber ich habe Ärger mit dem Bürgermeister bekommen. Das hat unsere ganze Aktion verzögert. Ich habe diese roten Fässer schon mal gesehen. Wofür benutzen Sie? Sie. Ah, Fässer mit TNT oder... Trinitrotoluol. Wenn Sie so wollen. Bin wahrscheinlich der Einzige in der Firma, die dieses Wort aussprechen kann. Alles, was Sie und meine Jungs wissen müssen, ist, dass es einen großen Bums macht. Warum fragen Sie? Der Canyon Pass ist voll von verlorenen Seelen. Vielleicht kann das TNT ein wenig helfen? Der Pass ist voll von diesen Dingern, was? Nun... Das ist gar nicht gut. Ich schätze, Sie können unsere Fässer benutzen. Es ist ja für einen guten Zweck. Ja, und so. Aber bitte genießen Sie diese wundervollen Explosionen auch. Sie können sie erschießen oder ein... Er schießt die Fässer gnadenlos. Oder einen Detonator benutzen, wie die dort auf dem Tisch. Verbinden Sie sie einfach mit einer Zündschnur und drücken Sie den Hebel. Wissen Sie was? Ich mag Sie, Fräulein. Ich gebe Ihnen einen Detonator. Kleines Geschenk der Rocky Road Mining Corporation. Viel Spaß. Danke. Tolli. Wo ist das Teil? Da. Einer Lunte, etwas TNT und etwas TNT verbinden, um es ordentlich knallen zu lassen. Yay. Yay. Explosionen. Sehr nice. Halt, warte, wir müssen nochmal, wir müssen mal kurz zum Häuschen zurück. Was denn, Herr Keksdieb? Angst, weil die mir die Möglichkeit gegeben haben, mit TNT zu hantieren? Angst? Mit einer Spitzhacke draufschlagen? Nee, das ist keine gute Idee. Ich habe da Erfahrung. Mach das nicht. Das ist nicht gut. Ah, Wasser. Wasser gut. Ja. Salbei. Wüsten Salbei. Bisschen Salbei. Oh. So. Kein Glück heute mit dem Wasser, Mensch. Bringt euch in Sicherheit. Sag mal. Tja, wirklich nicht. Pflanzen sträuben sich heute, mir Wasser zu geben. Ja, eine Frechheit. Nein, nicht den Hund kraulen. Na, also. Wenigstens eine.
So. Können wir hier noch Dinge freischalten? Das wird das Ende sein, ne? Das brauchen wir definitiv. Und dann haben wir hier noch dieses Teil. Das ist ja einfach nur ein gerades, ne? Und den Canyon Pass nach Corpse Creek können wir auch schon freischalten. Gut. Was brauche ich denn gerade? Eine Gerade? Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier fehlt mir so ein halbes. Das stopfen wir da gleich mal rein. So, eins. So. Sehr gut. Dann ist das hier auch mal voll. Läuft. Mal schlafen. Ja, der Charakter ist voll müde. Ja, auch mal schlafen gehen. Neuer Tag, neue Sprengung. Gut, was sammeln wir? Oh, maybe. Ich würde ja das Ende gern hier vorn hinbauen, aber das wird nichts werden. Nee, eigentlich muss ich sogar das Ende dahin bauen, sonst kriege ich nämlich das hier nicht zu. Ich muss jetzt da das Ende hinmachen. Da so. Das geht sonst nicht. Sonst kriege ich hier die Karte nicht geschlossen, sozusagen. Und das wäre schade. Sehr, sehr schade wäre das. Kann man nicht. Büsche kann man hier nicht platt machen. Okay. Wild. Noch einer? Tatsächlich. Zum Glück gibt es ja keine überraschenden Explosionen mehr für Raupe. Das ist ja eine riesengroße Map. Ja, die habe ich mir so gebaut. Kann ich auch kleiner bauen, wenn man das will. Aber ich mag das, dass die so... Da haben wir das Ende so. Und das muss hier hin, sonst kann ich das nicht anschließen. Genau. Sonst kriege ich das nicht ordentlich. Und so. Zack. Rein. Gut aus. Danke. Ich gebe mir immer die größte Mühe. Ich habe hier so mein, hier ist so mein Canyon-Wüstenbereich. Hier ist die Prärie, ne? Hier unten sind die Acker. Könnte man noch ein bisschen ausbauen, tatsächlich. Dann ist hier mein, hier war der Startpunkt, ne? Hier haben wir begonnen. Hier habe ich einen See. Dahinter, leider fehlt mir hier noch ein passendes Stück. Ich glaube, das gibt es leider auch nicht. Hier so, für die Kante. Dann habe ich hier einen sehr großen Wald mit kleinen Seen und einem Dorf und der Holzfällerhütte und hier das Schneebiom sozusagen. Ja. Ja, 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 ja. Alles schön separat. Sinnvoll getrennt, nicht zu klein. Ich finde, es ist so, ist das schon. Macht das schon was her, so als Map. Ja.
So, wo ist denn, ja, drüben sind die, bin ich völlig... Da muss ich lang. Wir müssen ja jetzt wieder zum... zu dem Dude. Und dem jetzt eigentlich, jetzt müsste es ja gehen, ne? Hier. Sicher können wir das. Steingebühr ist ein Winterbeeren-Muffin. Oder halt die Winterbeeren-Torte. Ja, hier ist eine Winterbeeren-Torte. Bitte fangen Sie an, Erz für eine Winterbeeren-Torte abzubauen. Mal sehen. Diese Torte sieht gut aus. Dafür legen wir uns auch extra ins Zeug. Okay. Und das kommt da dann an, ne? Das habe ich schon richtig verstanden. Müsste ja. So die Theorie. So, neues Weltenstück. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir da die Ecke schließen. Mal schauen, was ich da brauche. So. Gehen da halbe überhaupt dran? Das geht auch gar nicht, oder? Wie verbinde ich denn das jetzt? Achso, ja, geht ja nur so. Geht ja nur mit den Teilen eigentlich. Genau. So geht's. Das da. Und das andere. Jo. So, was willst du denn jetzt? Kannst du mal aufhören, bitte? Mir zu folgen. Geh weg. Und du hast gar nicht anfangen, mir zu folgen. Lass es sein. Hau ab. Güte. Schlimm, ne? Huch. Krabbelt wieder einer auf dem Boden rum. Keine Munition? Alles verschossen? Respekt. Respekt, Raupe. Respekt. Na toll. Zerkackt ist im Weg. Quatsch. Gut. Dann können wir hier das letzte setzen. Dann ist, Quatsch, war doch richtig rum. Dann ist hier die das Loch auch zu. Sehr schön. Schick. Schick, schick, schick. So, und jetzt wäre halt nur die Frage, wie gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, müsste hier ja irgendwann Loot ankommen. Die Frage ist halt nur, wann? Wie? Closed? Warum denn closed? Muss ich das da drin denn abholen, oder was? Kann natürlich auch sein. Wie weit sind wir denn hier von der Hütte entfernt? Nicht weit. Nö, das geht ja. Da brauche ich mir auch nicht noch eine hier hinbauen. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob wir hier eine Hütte hinbauen, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja direkt ums Eck. Das wären ja verschwendete Ressourcen. Legen wir uns mal wieder schlafen. Wakey, wakey. So. Wenn wir einmal hier sind, können wir gleich den Kartografietisch benutzen. Ach nee, müssen wir ja gar nicht. Ich habe ja schon alles freigeschaltet. Das ist ja Quatsch. Ja, schon. Aber wir brauchen noch mehr... Zeug für Karte. Könnte ich auch hier hinten die Dudes wegräumen. Hm.
So. Da sollte ich mir aber noch ein bisschen Munition machen, ne? So. Das war er. Jungs. Nein, ich will kein Stück Gurke. Ja, vielleicht ein bisschen. Das ist ja aus dem eigenen Garten. Sind die schon gut? Ja, ist halt eine Gurke, ne? Halt eine Gurke. Oh ja, stimmt. Ich beiße in etwas. Ja, stimmt. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Das ist natürlich witzig, ja. Ich beiße in etwas. Ich esse etwas Unsichtbares. Moin, Onkel. Die ersten Gurken sind nämlich reif. Oh, fertig. Fertig gewachsen. Bleibt wenigstens nichts zwischen den Zähnen hängen. Ja. Das stimmt, ja. So, Ich weiß gar nicht, wo machen wir denn den Canyon-Puzzle? Hier hinten in die Ecke, ja, ne? Ja, ich finde, an der Ecke ist der gut. Er hätte man noch drehen müssen. Wenn ich gewusst hätte, wie rum der steht, hätte ich ihn, glaube ich, gedreht. So, jetzt ist hier immer noch closed. Und bisher habe ich Kohle. Na, herzlichen Dank. Das ist ja... Das ist aber nicht sehr faszinierend, dass ich hier ein bisschen Kohle bekomme. Weiß ich nicht. Ein bisschen mehr Enthusiasmus bitte. Es ist eine selbstgezüchtete Gurke. Ja. Waldgurke. Ich bin jetzt nicht so der Gurkenfan. Da kommt Kupfer. Guck. Da rollt Kupfer. Nice. Schande. Schönen guten Abend, Anni. So, da ist der Feind. Ich brauche definitiv mehr. Ja, aber halt auch nur ein Ausrüstungsdings frei, ne? Also ich kann nur einmal. Wobei, nee. Ich kann auch zweimal, weil. Genau, das passt ja. Das steckt ja auf 30. D4-Patch, der Downgrade ist ja schlimm. Okay. Zünder platzieren. Hallo. Ihr müsst schon... Oh Gott, ihr müsst alle mitkommen. Alle mitkommen. Alle mitkommen. Kommt. Und... ich versteck mich. Bumm. Ja, schade. Da. Die hat's leider nicht erwischt, das hab ich mir schon gedacht.
Ich mach das schon. Hey. Platt gemacht haben wir die. Platt gemacht. Sehr gut. Schönen guten Abend, der Tod. Ach, die 4 sieht komisch aus jetzt. Grafikmäßig sozusagen. Hatte vorhin schon jemand geschrieben, irgendwie gab es ein Grafik-Update. Ah, ist natürlich nicht gut, wenn es jetzt komisch aussieht. Ich wieder falsch laufe. Ich laufe falsch. Schlimm. Nee, der Wolf hilft nicht beim Kampf. Das ist ein Wolfswelpe. Der sammelt tatsächlich nur Sachen rundherum ein, wenn da Zeug rumliegt und findet ab und an mal Stellen, wo er drin rumbuddelt. Ja. Ah, wir brauchen Bronzebarren. Wir brauchen Bronzebarren. Alles klar. Dann rüber zum reisenden Händler. Und ab nach Hause. Ja, er macht schon was. Ja, durchaus. Also er hat einen Nutzen. Aber halt nicht mitkämpfen. Das halt nicht. Ach, der Tod. So, Lup. Machen wir noch ein bisschen Holz rein. Plump. Wir müssen mal noch gucken, ob wir nun eigentlich Draht. Ein Draht herstellen. Oh, Draht. Mhm. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich noch nicht. Moment. Können wir ein paar Teile freischalten? Erstmal die hier unten. Damit wir den Canyon dann mit der Stadt verbinden können, sozusagen. Unterschiedliche Teile und die will ich natürlich alle, ist ganz klar. Und dann die Stadt selbst und dafür brauchen wir insgesamt 8 Bronzebarren. Okay. Ich glaube, die können wir einfach alle durchschmelzen, oder? Achso, nee, kann ich nicht, weil mir Zinn fehlt. Dam-dam-da. Was war das? Bird's Bar. Okay. Ja, Chat ist heute entspannt. Der Tod. Chat ist heute hauptsächlich im Lurk unterwegs. Das ist für mich vollkommen fein. Das ist ein getötetes Spiel. Alles gut. Alles gut.
Lese ich da Bratwurst? Boah. Ist schon eine Bratwurst, ne? Gar nicht. Die Hitze killt einen aber auch mächtig. Ja, also ich muss tatsächlich gestehen, heute war für mich auch gar nicht so leicht, einen Stream anzuwerfen. Also heute war schon so... Aber so ist es. So, Corpse Creek muss ja dann jetzt hier hinter dem Canyon sein, ne? Sonst wäre das ja irgendwie merkwürdig. Das heißt, wir machen das hier so hin. Das wäre sonst komisch, wenn Corpse Creek nicht da dahinter wäre. Und da kommt direkt Bird's Bar. Geil. Sehr gut. Bird's Bar hat glücklicherweise einen Anbindepfahl. Das ist natürlich praktisch. Das ist eine sehr nützliche Geschichte. Wie warm ist es bei dir? 26,2, es geht. War gestern schlimmer. Die lügt, sie hat uns ins Gefängnis geworfen. Gar nichts habe ich. Gar nichts. Oh, das sind alle im Pool, das kann sein. Kann man auch nicht verübeln. Was sind die Pool-Raubparty-Leiter entfernt? So das Typische, was man bei Sims macht, meinst du? Typisch? Das macht doch niemand. Echt jetzt? Nur weil hier im Keller das Wasser von der Decke tropft, ist das noch lange kein Pool. Aber fast. Es ist quasi ein Pool, Strauchi. Ja? Ich gönne euch hart. Was war das für ein Kartenteil, was du da nicht gelegt hast? Du meinst, was mir fehlt, was ich nicht legen kann, also was es nicht gibt als Teil, das ist eins Wasser zu Wiese halb-halb. Quasi. Das habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es das überhaupt im Spiel gibt. Bisher habe ich es noch nicht gefunden. Keller, einen Pool und eine Regenduscheraupe. Ist ja eine wahre Gönnerin. Danke, ja. Ja, ich sage ja, ich gönne. Die Füße im Wasser stehen, ist das ein Pool. Ist das traurig? Gönne. Meinte schon von der Stadt, du Lügnerin. Ach, das Kartenteil der Stadt, ne, das habe ich noch nicht gesetzt. Ich habe da erstmal die Bar gesetzt, Gedebier. Was war mal die Bar gesetzt jetzt? Jetzt schaffen wir noch ein bisschen Wasser. Noch ein bisschen Wasser mitnehmen hier. So, jetzt werden wir noch ein bisschen was abkochen. Also nur ein paar Bärenschalen machen und dann noch ein bisschen Wasser abkochen. Danke, Raube, dass du so gönnerhaft bist. Immer. Immer gern, Strauchi. Damit wir länger nicht rauskommen. Schon klar, Raube. Weiß nicht, wovon du sprichst. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Mhm.
viele Blaubeerenschalen. Gut. Die nehmen wir raus. Jetzt schmeißen wir die noch rein. Kochen die durch. Haben wir noch ein bisschen Wasser, frisches. Sehr gut. Und das Gefängnis. Das setzen wir da an. Und dann müssen wir da noch was davor packen. So. Für Lupp. Und ab ins Bett. Schlafen. 3 Stunden der Tod. Also noch bis, ja, so knapp, so, circa bis 9. Also es wären heute nicht ganz 3 Stunden tatsächlich. Ich habe ein bisschen zu spät angefangen heute. So. Ja, da war heute was, Onkel. Haben wir am Anfang des Streams auch drüber gesprochen. Katze per se geht es gut, aber Ergebnis war halt nicht so schön. Aber momentan geht es der Katze fantastisch, also aktuell alles gut. So, auf nach Corpse Creek! Okay. Ah, es ist aber kaputt hier. Das da sieht auch nicht gut aus. Hallo! Yep. Alles gut, Onkel. Alles in Ordnung. Hallo! Dies ist die Schmiede von Corpse Creek. Mein Name ist Yep. Da steht Hotel. Betreibe diese Schmiede hier. Ja, hast du doch gerade gesagt. Was? In der ich alle Arten von Waffen herstelle, aber Gewehre sind meine Spezialität. Wenn du die Büchsenmacherei-Werkbank dort drüben nutzen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Vielleicht kannst du dich sogar an einer polierten Winchester versuchen. Klar. Was kannst du mir über Corpse Creek erzählen? Nun, Corpse Creek ist ziemlich groß. Auf der anderen Straßenseite gibt es natürlich Bird's Bar, wo du seinen berühmten Whisky bekommst. Aber in dieser Stadt gibt es auch das Büro des Sheriffs, ein Händlerviertel, einen Bahnhof und die Kirche mit ihrem Friedhof. Oh, und das Haus des Bürgermeisters, dieses große, hässliche Ding. Der Zustand ist im Moment auch nicht besonders gut. Diese verdammten Dinger laufen überall herum. Aber ich schaffe es, sie auf Abstand zu halten. Es gibt genug Waffen für alle, verstehst du? Das ist doch ein Hotel nebenan, oder? Ah ja, das majestätische Corpse Creek Hotel. Nicht mehr so majestätisch, was? Es hat schon bessere Tage gesehen. In dieser schicksalshaften Nacht hat das Hotel seine süße Marie verloren. Ich muss sagen, ich vermisse sie. Sie war das Licht dieser Stadt und eine großartige Nachbarin noch dazu. Sie kümmerte sich immer um das Hotel und jeden, der vorbeikam. Sie ließ mich sogar ab und zu in einem Zimmer schlafen, wenn ich lange arbeiten musste. Wie auch immer, Mary weilt nicht mehr unter uns. Ich hoffe, ihre Tochter geht es da draußen in der Wildnis gut. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit sie vor ein paar Jahren aus der Stadt weggezogen ist. Wo wir von ihrer Tochter sprechen. Du siehst ihr verdammt ähnlich. Ja, guck mal. Oh nein, meine Mutter. Mein Name ist Ayana. Und ich bin Marys Tochter. Was für eine bittersüße Welt. Ich sehe es jetzt. Schön zu sehen, dass es dir gut geht. Aber es tut mir so leid, dass du so vom Tod deiner Mutter erfahren musstest. Ich wusste nicht. Bitte vergib mir. Er bleibt einen Moment still. Ich will beides wissen. Kann ich nicht beides fragen? Wie ist sie gestorben? Ich muss es einfach wissen. Als die glühenden Steine auf uns niedergingen, rannte sie in Deckung. Wurde aber von einigen Trümmern getroffen. Es tut mir so leid, Ayana. Wo wurde sie begraben? Wir haben sie auf dem Friedhof von Corpse Creek beigesetzt.
Ich habe jede Woche nach ihrem Grab geschaut und Blumen darauf abgelegt. Ich bin froh, dass sie sich nicht in eines dieser Dinger verwandelt hat. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich gehe und werde ihr Grab aufsuchen. Jederzeit, Ayana. Wenn du den Friedhof findest, such nach einem Grab mit frischen Blumen darauf. Oh, und wenn du die Zeit dazu findest, rede noch einmal mit mir. Ich muss dich noch etwas fragen. Ein letzter Abschied. Ich habe gerade von Jeb erfahren, dass meine Mutter die Nacht des Meteoriteneinschlags nicht überlebt hat. Ich möchte ihr Grab besuchen, um mich ein letztes Mal zu verabschieden. Es sollte das sein, an welchem Blumen niedergelegt wurden. Finde den Friedhof. Ja. Und wir können nochmal mit ihm reden. Magst du die anderen in der Stadt? So, nachdem er uns das gerade erzählt hat, quatschen wir erstmal noch ein bisschen mit ihm. Nö, es ist ja erstmal noch ein bisschen Smalltalk. Eigentlich gibt es in der Stadt nur wenige, die mir lieb sind. Da gab es Mary aus dem Hotel, Gott segne ihr Herz. Der Kaufmann in der Stadt ist ein Freund und Bird ist wohl auch ganz in Ordnung. Ich mache mir mehr Sorgen um Menschen außerhalb der Stadt. Apropos, du hast nicht zufällig Stark getroffen? Er verrichtet Holzfällerarbeiten in den Wäldern. Dem geht's gut. Ich habe ihn getroffen. Ja, es geht ihm sehr gut. Das freut mich sehr zu hören. Ich danke dir. Stark ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe ein Paket von Stark mit einem sehr speziellen Geschenk erhalten. Er hat so ein gutes Herz. Ich möchte mich gerne revanchieren. Aber die Lieferung dauert heutzutage immer so lange. Würde es dir etwas ausmachen, es für mich auszuliefern? Ich weiß, eine ziemlich lange Reise, aber ich werde dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt. Im Gegenzug kriegst du von mir die Baupläne, um das beste Gewehr des ganzen Westens zu bauen. Ein einmaliges Angebot vom alten Jeb. Na, au. Ich kann das sehr gerne machen. Ich bringe das Paket zu Stark. Fantastisch. Hier ist das Paket. Und lass ihn bitte wissen, dass ich an ihn denke. Geht klar, mach ich. Machen wir... So, hier hat er seinen Amboss, da hat er die Schmelze. Hier, Schmelze, wie auch immer. Aber wobei, das wird die. Ist das die Büchsenmacherei? Vermutlich, ne? Jo. Haben wir noch Eisenbahn und Draht? Ja, aber ich kann halt noch keinen Draht herstellen. Das irritiert mich so. Da ist Bird's Bar. Ach, Draht können wir finden. Ah, ha. Ja, der Hund rastet jetzt natürlich aus. Wegwerfen. Gib den Draht, Hund. Ah. Finden oder kaufen höchstwahrscheinlich. Alles klärchen. Nückelon. Hallo, Bird. Hallo, Fräulein. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Mein Name ist Bird und das ist meine Bar. Ich bin froh, dass Sie hereingekommen sind. Draußen ist es nicht mehr sicher, seit die verlorenen Seen umherwandern. Zum Glück steht meine Bar noch. Können Sie mir etwas über diese Stadt erzählen? Klar kann ich das. Corpse Creek ist eine alte Stadt, wissen Sie. Seit ihrer Gründung hat sie alle möglichen Leute angezogen. Meistens gute Leute, würde ich sagen. Aber es gibt auch ab und zu einen faulen Apfel. Jeder, der einen Drink bei Birds genießen will, ist hier willkommen. Ich werde nur keinen Ärger zulassen. Kann ich einen Drink haben? Natürlich können Sie das. Das hier ist genau der richtige Ort dafür, Fräulein. Allerdings haben die jüngsten Ereignisse einige nun, ja, nennen wir es mal, Versorgungsprobleme verursacht. Als die Steine vom Himmel fielen, bebte die Erde und viele meiner Flaschen stürzten aus den Regalen, verstehen Sie? Bei einem so geringen Angebot und einer so hohen Nachfrage kann ich gar nicht anders, als meine Preise zu erhöhen. Ah, ist ja nett. Kann ich denn irgendwie helfen? Das ist sehr nett, dass Sie fragen, Fräulein. In der Tat gibt es etwas, bei dem Sie mir helfen könnten. Ich muss den Vorrat meines berühmten Birds Brenner Whisky wieder auffüllen. Dazu brauche ich einen neuen Vorrat an Flaschen und muss sie mit dem guten Zeug abfüllen.
Ich vermute, dass sie an jeder Schmelze etwas Glas herstellen können und dann eine Kiste mit Flaschen aus dem Glas fertigen können. Suchen Sie dann den Händler im Lagerhaus in der Stadt auf. Er wird Ihnen helfen, sie zu füllen. Nachdem Sie den neuen Vorrat geliefert haben, kann ich endlich wieder meine Preise senken. Oh, und wissen Sie was? Ich gebe Ihnen sogar eine kostenlose Flasche für Ihre Mühe. So, ich soll also sein Laufbursche sein, ne? Das habe ich jetzt schon richtig verstanden, oder? Na klar. Natürlich. Das war das Hotel von unserer Mutti. Wieso kann ich Kohle entzünden? Ach, wir zünden gerade drüben die Büchsenmacherei an. Ah. Oh, man kann aber nach oben gehen, okay. Aber ich komme hier nicht rein. Schade. Natürlich schade. Können wir denn bei ihm, warte mal, ich kann ja bei ihm bestimmt auch Dinge verkaufen, ne? So Verschiedenes. Ne, das vielleicht nicht. Aber so Bücher? Würde ich nicht lesen. Lesen ist nicht so unser Ding. Blechdose. So. Oh, er hat einen Edelstein. 400! Dann ist es um 9, ne? Ja, dann werde ich doch schön, dann machen wir schön pünktlich Feierabend und ihr könnt, also diejenigen, die wollen, können hier schön Game Fest schauen. Das ist doch super. Das ist doch top, würde ich sagen. Tippitoppi. Nur 2 Stunden. Naja, das ist doch okay. Das ist doch absolut fein. Gibt es ja von irgendwie nicht. Also ja, auf Twitch gibt es ja keine Live-Übertragung, oder? Ich glaube nicht. Nur Leute, die es gucken, ja. Oder Max hier. Ich kann euch natürlich auch einfach zu Max rüberschicken. Genau. Ich schicke euch zum lieben Funk rüber. Da könnt ihr da entspannt kicken. Meine Lieben, es war schön. Schön entspannt. Ich wünsche euch noch einen fantastischen, schönen, ruhigen Abend. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen wieder zu mit Sicherheit dem Frühling der Diablo-Sucht. Mir kribbeln schon ein bisschen die Finger. Heute nicht einmal Diablo angemacht. Schon ein bisschen gruselig. Na dann. Bis morgen. Gute Nacht. Bye, bye.